Vielleicht geht es euch anders, aber ich bin ohne Quarknochen groß geworden. Ich habe auch immer gedacht, die sind ja bestimmt total kompliziert zu machen. Ich habe mich jetzt aber herangetraut und gemerkt, die kann ich. Und wie easy peasy die zu machen sind, zeige ich euch jetzt. Ich muss auch zugeben, dass ich bis zum heutigen Tag eigentlich noch nie wirklich Quarknochen gegessen habe, bis auf meine eigenen. Mir schmecken die, euch hoffentlich auch. Und jetzt fangen wir an. Wir brauchen einen Topf, da muss Wasser rein und das muss kochen. Okay, da muss jetzt kein Salz rein, weil es kommen ja auch keine Nudeln rein. Wir fangen an mit der Butter und dem Zucker und dem Vanillezucker. Und dann brauchen wir noch eine Prise Salz. Und das schlage ich jetzt schaumig. Bei mir war jetzt die Butter noch ein bisschen kalt, deswegen ist schaumig noch das falsche Wort. Das kriegen wir aber gleich hin, wenn die Eier dazukommen und der Quark. Zwei Eier brauchen wir. Als ich die Nocken, oder heißt es Nockerln? Vielleicht könnt ihr mir das mal sagen, was da der Unterschied ist. Als ich die jedenfalls das erste Mal gemacht habe, habe ich die für ein Münchner Pärchen gemacht. Um zu testen, sind das jetzt wirklich Quarknocken, wie die die kennen aus ihrer Kindheit schon? Und die haben gesagt, ja, so ganz daneben liegt sie jetzt nicht, Julia. Die fanden das ziemlich lecker. Habe ich gemerkt, die haben mich komplett aufgegessen. Wahrscheinlich kann der Münchner auch einfach nicht zugeben, wenn es einfach mal richtig auf den Punkt süddeutsch gekocht ist, wenn das der Norddeutsche kocht. Jetzt kommt der Quark. Also das ist jetzt die Magerquark-Variante. Ich mag eigentlich noch lieber die Sahnequark-Variante, weil ich finde, wenn man jetzt schon mal Quarknocken macht, dann kann man auch richtig in die Vollen gehen mit dem Fett. Aber mit Magerquark funktioniert es natürlich auch. Und diese Nocken kommen jetzt Grieß. Es gibt, glaube ich, Quarknocken ohne Grieß. Aber die kenne ich nicht. Die könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren hinterlassen, was da statt Grieß reinkommt. Ich mache die mit Grieß und zwar 75 Gramm. Das ist Mehl, 75 Gramm. Speisestärke, einen Teelöffel. So, jetzt wird nochmal gerührt. Ha! Genauso muss der sein. Der muss nämlich so sein, dass ich das gleich schaffe, aus zwei Löffeln diese Nocken zu formen. Deswegen muss der so ein bisschen fest fluffig sein. Wenn ich nur ein Küchengerät haben könnte, dann wäre es ein Teigschaber. Ich liebe Teigschaber, weil ich finde das so geil, wie man diese Schüssel dabei sauber kriegt. Ich habe eigentlich noch nie eine Schüssel hinterher geputzt, sondern immer nur trocken geschabt und dann halt wieder in den Schrank gestellt. Nein. Jetzt machen wir die Nockerln oder die Nocken, wie ihr wollt. Jetzt brauchen wir zwei Esslöffel. Man nimmt sich quasi so einen Löffel raus. Und dann macht man da mit den zwei Löffeln so eine Nockenform. Sieht ein bisschen aus wie Vanilleeis. Ich packe die jetzt nicht in super sprudelige Wasser, sondern nur in so leicht simmernde Wasser, damit die mir nicht gleich zerfallen. Und die müssen eh nur bei schwacher Hitze vor sich hinziehen, für ungefähr 10 Minuten. So, das reicht mir fürs Erste. Wir müssen uns ja auch noch um unsere Beilage kümmern. Da machen wir eine schöne Orangen-Rum-Soße. Jetzt filetiere ich zwei Orangen. Dafür schäle ich mir die erst. Und zwar so, dass da nichts Weißes mehr stehen bleibt. Das Weiße ist nämlich total bitter. So. Jetzt geht's los. Und zwar, das ist jetzt wie ein bisschen, als würde man ein Buch lesen, ne? Man macht das Buch auf, dann liest man die erste Seite und dann klappt man um. Wir wollen ja nur das schöne Fruchtfleisch lesen, umklappen. So, ganzes Buch ausgelesen. Am Schluss quetsche ich mir noch den Orangensaft daraus. Das ist nämlich das Beste und den brauchen wir auch gleich für unsere Soße. Ich hole jetzt zwischenzeitlich schon mal die Nocken da raus. Die sehen nämlich fertig aus. Ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass die jetzt oben schwimmen. Wenn die jetzt noch am Boden liegen würden, dann wären die auf jeden Fall noch nicht fertig. Keine Angst, dass die jetzt aneinander kleben. Das machen die nicht. Orangen rein. Keine Sorge, das wird jetzt nichts Kompliziertes. Bisschen Zitronensaft dazu. Das mache ich jetzt hier durchs Netz, weil mir da so ein paar Kerne daneben gegangen sind. Jetzt noch eine Prise Zimt, damit das Ganze noch winterlicher schmeckt. Hier fängt es auch schon an zu brodeln. Ein Teelöffel brauner Zucker. Und jetzt ein schöner Schuss Rum. Den kann man natürlich auch weglassen, wenn man das mit den Kindern essen will. So, y los dos jetzt ein bisschen reduzieren. Erschmoren. Jetzt kommen wir zum schönsten Teil, nämlich dem Anrichten und Probieren. Die Orangenfilets sind jetzt schön eingekocht und der Fruchtsaft hat sich reduziert. Jetzt kommt noch die Deko. Das sind jetzt meine Nocken. Und weil das meine Nocken sind, probiere ich die jetzt. Sehr fluffig. Mmh. Super lecker.
Das ist eigentlich die perfekte Süßspeise für den Winter, easy peasy zu machen. Ich freue mich, wenn ihr es auch mal ausprobiert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!